In der EURAG Bozen, Sitz der Europaregion, fand eine internationale Tagung zu immer wichtiger werdendem Thema der Wohnbaupolitik statt. Auf Initiative des gemeinsamen Büros der Europaregion haben Experten aller Länder eine vergleichende Analyse der Wohnbausituation in der Europaregion Tirol, Südtirol und Trentino vorgestellt. Es wurden Vergleiche gezogen und Daten der Lage dies und jenseits des Brenners aufgezeigt. Bei der heutigen Sitzung geht es um leistbares Wohnen. Damit kann man den Inhalt und das Ziel auf den Punkt bringen. Und wir sind stolz darauf, dass die Europaregion auch im Bereich der Sozialpartnerschaft immer mehr zusammenwächst und dass Arbeit und Soziales ein fester Bestandteil der grenzüberschreitenden Abstimmungen gibt. Und es gibt sicher in jedem Landesteil besondere Herausforderungen, aber durch das gemeinsame Lernen kann man neue Wege finden, um Wohnen wieder leistbar zu machen, um der Jugend und auch dem Mittelstand Perspektiven zu geben, hier in dieser Heimat, in der gemeinsamen Europaregion sich zu entfalten. Veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsförderungsinstitut Südtirol AFI sind auf der Tagung auch heikle Probleme angegangen worden, so etwa das der Enteignung. Die Enteignung war bis jetzt die vorwiegende Form der Baulandbeschaffung. Die Landesregierung überlegt jetzt, dieses Prinzip umzukehren und die Enteignung nur mehr als residuale Lösung einzusetzen und vor allem eben auf marktwirtschaftlicher Basis, also im Rahmen von Privatabkommen, zu neuem Bauland zu kommen. Das könnte den Vorteil haben, dass einfach die Verfahren sehr viel schneller abgewickelt werden können. Enteignungen sind nämlich in der Regel mit langen Verfahrenszeiten und durch einen gewissen Verwaltungsaufwand verbunden. Es ist dies eine von jenen Formen, wo die Marktwirtschaft effektiv greifen könnte. Südtirols Landesrat für den Wohnbau Christian Tomasini hat den Einsatz der öffentlichen Hand unterstreichen wollen, welche versucht, auf die Bedürfnisse der Bevölkerung schnelle und konkrete Antworten zu finden. Das Wohnbauinstitut wird auch in Zukunft weiter Wohnungen aufbauen für den sozialen Bedarf, aber auch für die Bürger, das heißt für Wohnungen, Mietwohnungen. Wir möchten auch diese Mixité machen, das heißt Mietwohnungen für alle schaffen. Auch natürlich die Privaten müssen etwas mehr machen in diesem Bereich, im Bereich Mietwohnungen. Dann haben wir das Bausparen angeführt und das funktioniert sehr gut und es ist ein Mittel für die Jugendlichen, um eine Wohnung in der Zukunft zu kaufen. Das hat sehr gut funktioniert sehr gut und auch die steuerlichen Beschüsse sind sehr wichtig, um die Instandhaltung und Sanierung der Wohnungen zu finanzieren. Das heißt, es gibt ein neues Paket von Maßnahmen, die wir in den nächsten Jahren potenzieren werden, mit dem Ziel, dass jede Bürger und Bürgerin eine Wohnung haben kann, weil das Wohnen ist wirklich ein Grundrecht des Menschen. Das Problem der Kosten sowohl für den Ankauf als auch für die Miete einer Wohnung ist natürlich ein Thema, das immer schon zu hitzigen Debatten geführt hat. Experten des Themas, darunter auch Universitätsdozenten, haben versucht, alternative und interessante Lösungen vorzuschlagen. Die Wohnbaupolitik ist natürlich eines der zentralen Anliegen innerhalb der Sozial- und Wohlfahrtspolitik der Europaregion. Viele Projekte sind deshalb schon in Gang gebracht worden und es fehlen auch nicht die Herausforderungen für die nächste Zukunft. Es ist einmal von vornherein schon wichtig, dass man in den verschiedenen Landesteilen dieses historischen Tirol sich über diese ähnlichen Problematiken austauscht und Phänomene manifestiert, die in ähnlicher Weise ablaufen, obwohl eigentlich der wirtschaftspolitische Hintergrund, der administrative Hintergrund ein völlig anderer ist. Das heißt, die Mechanismen, die dahinter stehen, dürften wiederum auf einem anderen Bereich liegen, den man unter Umständen noch gar nicht voll inhaltlich geortet hat. Mit der Veranstaltungsreihe Arbeits- und soziale Standardpolitik in der Euregio verfolgt diese das Ziel, Tirol, Südtirol und das Trentino als gemeinsamen sozial- und arbeitspolitischen Standort zu begreifen und zu stärken.